Parks und die Frau sind soeben eingetroffen. Wir waren in Los Angeles und dachten, wir schauen mal kurz rein. Damit ich mich für mein unmögliches Benehmen entschuldigen kann. Ich war so furchtbar enttäuscht. Oh. Cheers. 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 Sie hätten den Wagen so gern gehabt. Ich bin sicher, Sie verstehen das. Ja, natürlich. Was war das für ein Gefühl, als Ihr Mann es Ihnen schenkte? Gefühl, ja. Mir fehlten die Worte. Oh, sie war begeistert. Hingerissen, außer sich. Oh, das sind nette Worte. Nicht die richtigen Worte, aber nette Worte. Sie haben nicht die Absicht, ihn wieder zu verkaufen? Verkaufen? Ja, Mrs. Hart, wir würden $100,000 dafür bezahlen. Was? Dabei springt doch für Sie, Mr. Hart, ein netter kleiner Profit von $20,000 raus. Ich habe das aber nicht zu entscheiden. Oh, hast du etwa $80,000 dafür bezahlt? Sie müssen das verstehen, es ist Jennifers Auto. Und, aber ich würde die Entscheidung es liegt nur bei ihr, immerhin verkaufen. Hat sie es erst seit ein paar Stunden. Du möchtest dir das doch sicher nochmal überlegen, nicht wahr, Nein. Schatz? Natürlich möchtest Ganz du. Ganz und gar aber nicht. Aber natürlich möchtest du. Oho. Ja, ich möchte? Ja, ich möchte. Ja, wissen Sie, ich denke, wir sollten Ihnen Zeit geben, darüber nachzudenken. Immerhin sind wir noch ein paar Tage hier. Das bedeutet, Sie haben genügend Zeit, Ihre Entscheidung zu treffen, Mrs. Hart. Ich kann Ihnen versprechen, dass meine Frau es sich ernsthaft überlegen wird, nicht wahr, Schatz? Oh ja, das werde ich. Gut, ich werde Sie in ein paar Tagen anrufen. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Oh, 80.000 Dollar, na, weißt du. Ich versichere Ihnen, sie lässt es sich ganz genau durch den Kopf gehen. Ich hoffe, Sie entschließen sich zum Verkauf. Das hoffe ich auch. Vielen Dank und verzeihen Sie, dass wir hier so reingeplatzt sind. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So viel Zeit haben wir doch gar nicht, Mason. Sie möchte unbedingt verkaufen, aber er nicht. Also? Vielleicht müssen wir Ihnen die Entscheidung abnehmen. Ach. Das verstehe ich unter Fröhlichkeit am Steuer. Sieh mal, was da auf uns zukommt. Du weißt ja, getrennt marschieren, gemeinsam siegen. Marschieren nur nicht zu weit. Ist das nicht ein wundervoller Tag? Ja, und eine wundervolle Kollektion von Wagen. Gehört Ihnen auch einer davon? Wir haben ein 1914er T-Modell von einem Freund geliehen. Wollen Sie ihn sich vielleicht mal ansehen? Oh, aber gern. Ich brauche doch einen Spielkameraden für den Albany. Vielleicht meinen Sie einen Ersatz für den Albany. Entschuldigung, ich habe mich leider immer noch nicht entschieden. Vielleicht könnten wir, während Ihr Mann sich das T-Modell ansieht, die Angelegenheit diskutieren. Oh, hervorragend. Ja? Ich hoffe, du amüsierst dich, Schatz. Danke. Möchten Sie vielleicht ein Glas Champagner? Ja, danke. Wirklich erstaunlich, in welchem Zustand diese Wagen sind. Sie sind aber auch in einem sehr guten Zustand. Naja, ich habe ja noch ein paar Jahre, bis ich so alt bin wie dieses T-Modell. Mögen Sie sie alle am Lenkrad verbringen. Ja. Entzückende Vorstellung. Mr. Hart... Bitte nennen Sie mich Jonathan. Jonathan? Als mein Vater ein junger Mann war, stand er stundenlang im strömenden Regen. Er wollte König George V. sehen, der in dem Albany vorbeifuhr, der jetzt Ihnen gehört. Wenn ich den Wagen hätte, wäre es, als ob ich ein Stück von meinem Vater wieder hätte. Können Sie das verstehen? Ich bin auch für Familienzusammenführung. Aber wie ich schon sagte, das entscheidet nun mal meine Frau. Ah ja, sie ist eine empfindsame Frau. Argumenten wird sie sich nicht verschließen.